Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel hier in der Folter Arena gegen den 1. FC Magdeburg. Grüße dazu an meiner Seite ganz herzlich die beiden Trainer vom 1. FC Magdeburg, Jens Hertel, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Herrn Hertel gebührt das erste Wort. Ihr Fazit zum Spiel bitte. Ja, also das fällt heute nicht ganz so einfach aus. Erstmal trotzdem, wir haben 3-0 verloren. Glückwunsch an Heidenheim. Und es gibt für mich jetzt zwei Sachen, die total unterschiedlich sind. Ich habe von meiner Mannschaft ein richtig gutes Auswärtsspiel gesehen, wo wir uns eine Menge Torchancen erarbeitet haben, auch gar nicht so viel zugelassen haben. Und dann das Ergebnis. Aber im Fußball zählen Ergebnisse und das spricht eben für Heidenheim. Und ja, ich denke, wir sind gut reingekommen in das Spiel, haben eigentlich viel Ballbesitz gehabt, haben uns ein paar gute Situationen rausgespielt, die wir leider nicht zu Ende spielen. Ich glaube, wenn Marcel Kosti den gleich querlegt auf Christian Beck, können wir hier auch schon führen. Und dann machen wir einen Fehler, so einen Kettenfehler, wo wir nicht richtig ranschieben, dann rausschieben, wo wir hätten drinbleiben müssen, liegen dann hinten, kriegen kurz vor der Pause meiner Ansicht nach ein Abseitstor und dann liegst du 2-0 hinten und dann ist die Mannschaft trotzdem überragend in der zweiten Halbzeit rausgekommen, hat unfassbar viele Chancen gehabt. Und dann hinten raus gibt es ja noch einen komischen Elfmeter mit einer gelb-roten Karte. Anyway, das dann geschenkt. Wir hätten das Spiel dann sicherlich in der letzten Minute auch nicht mehr gedreht. Für uns ist es ein ganz, ganz bitterer Nachmittag, weil wir der Mannschaft jetzt nicht so viel vorwerfen können, außer die Effizienz, die uns Heidenheim eben heute voraus hatte. Ja, die hatten aus den wenigen Möglichkeiten haben sie Tore gemacht und hinten haben sie einen guten Torwart gehabt und ein bisschen Glück. Und das brauchst du halt manchmal auch und ich hoffe, das kommt zurück. Wir können auch viel Positives mitnehmen aus dem Spiel und hoffen, dass wir am Freitag das zu Hause gegen HSV dann eben wieder besser machen. Dankeschön. Frank, dein Fazit. Ja, bin mit dem Ergebnis natürlich zufrieden, wie es Jens gerade gesagt hat. Ich glaube, auch in der ersten Halbzeit waren wir sehr effektiv, hatten viele Situationen über den Flügel, die wir aber gar nicht gut gespielt haben. Schön für uns, dass wir in der Situation, wo wir hinten fast eine schlechte Absicherung gehabt hätten, in den Konter starten können, wo wir dann schnell durchspielen. Nico Dobernauf, Sebastian Griesbeck in die Schnittstelle, das haben wir trainiert. Das waren wichtig, diese Laufwege da, das Tor zu machen. Dann das 2-0, denke ich, war eine dieser Szenen. Abgewehrter Ball, wieder über den Flügel. Und der Unterschied zu vielen Situationen heute beim 2-0 war einfach die Qualität der Flanke von Marc. Das war eine hervorragende Flanke in dem Moment. Nico Dovedan macht das 2-0. Sicherlich denkt man, man ist 2-0 vorne und dann wird man heute das Spiel nicht mehr hergeben. Aber man hat dann in der zweiten Halbzeit gesehen, dass Magdeburg über eine außergewöhnliche Mentalität verfügt, auch zu vielen Torchancen gekommen ist. Und der Unterschied, denke ich, auch dann heute lag insbesondere an der Effektivität. Aber gerade auch in der zweiten Halbzeit an Kevin Müller, der das ein oder andere Mal hervorragend reagiert hat. Klar, dass der Elfmeter dann zum 3-0 war nicht mehr spielentscheidend. Trotzdem wichtig, dass wir da dann noch das Tor machen. Unterm Strich denke ich, dass wir vielleicht gegen Union Berlin besser gespielt haben. Heute an der richtigen Stelle auch das Quäntchen Glück. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man dann 3-0 gewinnt, dann einfach auch am Schluss der verdiente Sieger ist. Auch wenn das Ergebnis am Ende ein oder zwei Tore definitiv zu hoch war. Aber diese Effektivität, die zeichnet uns aus. Wir haben zu Hause wieder 3 Tore gemacht, wie schon gegen den VfL Bochum. Robert Glatzel ist kurzfristig ausgefallen. Ist auch nicht so einfach, wenn dann der Torjäger, der zuletzt einen Riesenlauf gehabt hat, fehlt. Aber unterm Strich sind wir jetzt einfach froh, dass wir das Heimspiel gewonnen haben gegen einen Gegner, den es schwer ist zu besiegen. Und wie gesagt, sicherlich das eine oder andere Tor zu hoch, aber unterm Strich bin ich dann trotzdem mit der Mannschaft zufrieden, dass sie jetzt eine kleine Serie hat und zu Hause nachlegen konnte. Jens, dir und mit Magdeburg alles Gute für die weiteren Spiele und dann bis zum Rückspiel.